Wow, es wird ja wieder hier super schön. Ich glaub's nicht. Naja, ist jetzt so semi gewesen. Fängt euch mal super an. Lauf jetzt weiter. Wir sehen uns gleich zu Hause, wenn ich nicht vorher zusammengebrochen bin. Let me introduce you to my Kürbisse. Wird ja wieder hier super schön. Ich glaub's nicht. Guten Morgen, Freunde. Und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar habt ihr jetzt schon heute Morgen gesehen, ich habe mir, ich sag jetzt extra versucht, vergebens, mir Low Carb Pancakes zu machen. Und zwar habe ich mir heute überlegt, dass ich mal einen Tag lang nur Low Carb Rezepte ausprobiere. Und habe mich jetzt fürs Frühstück heute, weil ich da so Lust drauf hatte, für Pancakes entschieden. Und die werden ja dann natürlich automatisch ohne Mehl gemacht, damit es einfach quasi, ja, ohne Kohlenhydrate quasi gebacken wird, gehe ich mal davon aus. Ne? Low Carb ist ja nicht wenig Kalorien, sondern Low Kohlenhydrate, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ja. Ja. Und ich glaube nämlich, viele verwechseln das, dass es dann direkt heißt Low Kalorien. Ich meine, klar, es geht ja ein bisschen damit einher, wenn du Low Kohlenhydrate hast, hast du natürlich dann eigentlich auch automatisch damit weniger Kalorien. Aber das muss nicht immer so sein. Jedenfalls, soll ich es euch zeigen? Ich weiß es nicht. Habe ich mir jetzt meine Pancakes gemacht und das sieht einfach nur aus wie ein Trauerhaufen. Ich weiß, es sieht absolut nicht appetitlich aus. Es sieht eher aus wie ein Kaiserschmarrn, wenn ich es jetzt noch zerstückeln würde. Oh, jetzt habe ich auch noch immer. Und ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, wenn mir heute einer von euch schreibt, dass die Gerichte sehr lecker aussehen, weil ich weiß, dass ihr es nur aus Liebe für mich macht. Aber das weiß ich sehr zu schätzen an der Stelle. Jedenfalls, und dazu habe ich mir mehr oder weniger, weil ich gerade so im Stress bin, ich muss gleich auf die Arbeit, in die Schule, wollte mir jetzt aber noch schnell mal ein leckeres Frühstück nehmen und habe mir dazu noch ein bisschen Himbeerquark gemacht, extra noch ein bisschen Stückgelegt gelassen, weil ich das eigentlich so auch ganz gern mag. Das werde ich jetzt mal probieren mit euch. Also, na, den Schönheitspreis wird schon mal nicht gewinnen, aber vielleicht ja den Geschmackstest. Mal schauen. So, let's taste this. Good Queen. Einer ist mir gut gelungen. Ha? Der hier. Der ist wenigstens rund und sieht aus wie ein Pancake. Was ich immer zur Konsistenz sagen kann, die ist sehr dünn. Aber ist ja auch klar, es fehlt Mehl. Damit habt ihr ja gesehen, Proteinpulver gemacht. Ich verlinke euch auch das Rezept unten in der Infobox. Schreibe ich das auf, weil ich da ein bisschen selbst rumexperimentiert habe und so sieht es auch aus. Und jetzt probieren wir das mal. Also so mit dem Himbeerquark schmecke ich keinen Unterschied so wirklich. Also natürlich außer, dass der Pancake halt dünn ist. Jetzt nicht so ein dicker Teig ist, man beißt jetzt nicht auf so viel rum. Mal ohne Himbeerquark. Oh ja, der Himbeerquark hat es ein bisschen überdeckt. Es schmeckt so ein bisschen einfach wie Omelette, nur dass es aussieht wie ein Pancake und halt süß schmeckt. Also da sind nämlich auch drei Eier drin. Ich glaube, das sind auch so, ist auch so das, was am meisten drin vertreten ist im Teig. Es schmeckt wirklich wie ein süßes Omelette, versteckt in einem Pancake. Nee, also ich muss da ehrlicherweise sagen, normalen Pancakes schmecken auf jeden Fall besser. Aber es ist eine gute Alternative, wenn man halt auf Kohlenhydrate verzichten möchte. Und mit dem Himbeerquark, finde ich, schmeckt es auch nicht blöd. Es schmeckt auch so nicht blöd, aber es schmeckt halt einfach nicht so gut wie ein normaler Pancake. Naja, ist jetzt so semi gewesen. Fängt euch mal super an. Sind wir mal gespannt auf die anderen Sachen. Willst du jetzt noch essen? Doch, empfehlen kann man es. Ist in Ordnung. Doch, komm. Also der Arne hat jetzt gerade gesagt, er hat es auch probiert. Du findest es auch gut mit Quark, gell? Mit Quark kann man es essen. Mit Quark kann man es essen, ja. Wie gesagt, wenn ihr die jetzt einfach nur so esst,
werden sie euch nicht so schmecken. Aber mit Quark oder ein bisschen Ablenkung, so Joghurt mit Früchten, ein bisschen Honig oder so, dann schmecken die echt super. Aber jetzt halt so, schmecken sie so leider. Schmecken sie halt einfach wie ein Omelette so. Ich war halt überrascht, weil es ja nach Ei schmeckt. So, Friends, ich bin jetzt back von der Arbeit, also von der Schule. Habe ja, wie gesagt, Vertretungsunterricht gegeben. Und jetzt muss ich ganz schnell nach Hause fahren und mich umziehen, weil jetzt gehe ich laufen mit einer Freundin, denn wir haben Glück. Der Himmel könnte nicht schöner sein. Er ist wunderschön blau, die Sonne scheint. Es ist zwar schweinekalt, aber man kann sich ja dick anziehen. Und jetzt gehen wir eine Stunde laufen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Wir sehen uns jetzt gleich zu Hause, wenn ich umgezogen bin. Wobei das auch nicht sehenswert ist, weil ich aussehen werde wie der größte Schlunz. Aber egal. Hauptsache ein bisschen rauskommen. Und genau, ich fahre jetzt los. Und habe mir jetzt auch gerade noch eine Banane geschnappt fürs Auto. Ich weiß jetzt gar nicht, so, die hat ja schon viele Kohlenhydrate. Ne? Eine Banane ist ja schon ein Obst, sie hat sehr, sehr viele Kohlenhydrate. Aber es ist halt auch perfekt, wenn man jetzt wie ich laufen gehen will, schnell was gegessen haben möchte, was jetzt nicht mehr im Magen liegt, schnell Energie liefert, ist die halt perfekt. Deswegen werde ich die jetzt noch schnell verdrücken und dann losfahren und dann mich umziehen und los geht's laufen. Ich guck mal, ob ich euch mitnehme, weil ich muss dann die ganze Zeit eine Kameratasche mitschleppen. Aber das werde ich wohl machen, ha? So, Friends, that's the outfit. Und zwar einfach eine Leggings. Dann habe ich einen Top drunter, noch einen Langarm drunter, einen fetten Pullover drunter und noch einen fetten Pullover drüber. Man kann nie genug vorbereitet sein und aufgewärmt sein. Von daher lieber schwitze ich jetzt, als zu frieren. Und ja, jetzt ziehe ich noch eine Schuhe an und wir müssen direkt los, weil wir haben schon Viertel nach und ich muss um Viertel nach da sein. Aber jetzt gehen wir laufen und danach kochen wir schon wieder. Also strikter Zeitplan wie immer. Hey Friends, ich weiß gerade nicht, ob das komisch ist, dass ich mich gerade während dem Joggen melde. Aber meine Freundin ist jetzt gerade quasi abgebunkt im Haus und ich laufe jetzt noch weiter. Also auch nur noch zu mir, aber es ist auch noch ein Stück, gibt es hier ein Lebenszeichen von mir. Und ja, laufe jetzt noch nach Hause und dann koche ich auch schon, weil mein Magen richtig knurrt. Aber wirklich richtig. Also, nee, jedenfalls laufe ich jetzt weiter. Wir sehen uns gleich zu Hause, wenn ich nicht vorher zusammengebrochen bin. So, bin wieder da. Bin zwar ein bisschen verschwitzt, nicht so warm. Aber wir gucken jetzt. Also, ich könnte natürlich auch erstmal sagen, was es heute gibt. Da gibt es einen Low Carb gefüllten Hokkaido-Kürbis, weil ich es jetzt gerade richtig ausgesprochen habe. Und zwar ist einfach nur mit Gemüse, Schafskäse und Hackfleisch, aber wir benutzen Sojahack. Fertig. Ich warte so lange. Let me introduce you. Ich kann es nicht aussprechen. To my Kürbisse. Sie sind fertig. Meine kleinen Babys. Jetzt kommen die hier rein. Nice. So, das ist jetzt der Kürbis. Viertelt, also es ist jetzt ein Viertelkürbis. Ich habe Naturjoghurt drauf gemacht, weil es sonst ein bisschen arg trocken wird, denn da ist keine Soße dabei gewesen. Und das werde ich jetzt probieren, aber es riecht schon richtig, richtig lecker. Und Sojahack schmeckt übrigens auch sehr lecker und hat auch nicht so viele Kohlenhydrate. Also wir haben mal nachgeschaut, vor allem wenn man sich das ja teilt zu dritt, das ist eigentlich auch fast gar nichts. Und es schmeckt richtig lecker, Sojahack. Habe ich noch nie probiert, aber es schmeckt echt gut. Hey Friends, ich liege hier gerade wie die letzte Kartoffel auf dem Sofa, aber auch nur, weil ich so viel gegessen habe. Ich habe halt, um ehrlich zu sein, schon die ganze Zeit, habe ich kurz gefilmt? Ich glaube schon. Hat die ganze Zeit die Füllung während der Kürbisse im Backofen, weil ich schon so Hunger hatte vom Laufen. Wirklich Leute, ich konnte keine Stunde warten, habe ich die Füllung schon
fast aufgegessen. Und es hat auch schon gut gestopft. Dann hatte ich jetzt noch den Kürbis. Ich kann nicht mehr. Aber es war super, super lecker. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Kann ich euch mehr empfehlen als die Pancakes. Es war wohl ein bisschen ein Fail-Start. Aber das Mittagessen war super lecker. Es geht an sich wirklich eigentlich schnell. Die Füllung ist schnell gemacht, vor allem wenn ihr es mit Sojahack macht. Das müsst ihr sogar eigentlich, glaube ich, gar nicht anbraten. Wobei es nicht lang dauert. Es hat gerade mal 3-4 Minuten gebraten. Und kurz den Kürbis aushöhlen. Ich habe, glaube ich, nicht länger als 10-15 Minuten gebraucht und dann einfach in den Ofen. Und ja, muss jetzt erstmal meinen Magen wieder hier auskurieren und entspannen lassen, weil heute Abend gibt es natürlich auch nochmal was. Und genau. Aber ich lege mich jetzt einfach nur hin und mache ein bisschen Uni, weil zwar bin ich auch gerade nicht im Stand, ich kann mich nicht bewegen. Weil es ist das letzte Meal für heute Abend und ich muss euch immer noch sagen, ich habe absolut gerade keinen Hunger. Aber ich muss ja trotzdem irgendwas essen. Und deswegen bin ich gar nicht so böse drum, dass es keine Kohlenhydrate heute Abend gibt, weil ich habe eh nicht so viel Hunger. Von daher ist was Leichtes echt ganz gut. Also es hat wirklich heute Mittag sehr, sehr gesättigt. Sehr gesättigt. Frischen Brokkoli mit grünen Bohnen und Schafskäse und Zucchini anbraten. Und das werde ich dann einfach essen. Ich weiß nicht, ob ich den Schafskäse mit anbrate oder mir nebenbei drauflege. Das sehen wir dann. Aber das wird es jetzt noch für heute Abend. Und ja, geht easy, geht schnell. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gerade so warme Backen, weil die Heizungen jetzt an sind und meine Backen reagieren da immer voll drauf. Deswegen tut es gerade so gut, in den Kühlschrank zu schauen, weil es richtig geil abkühlt. Fertige Meal. Oh, ich freue mich da so drauf. Ich habe schon gerade gekostet. Es ist einfach nur der Hammer. Ich habe mir grüne Bohnen angebraten. Habt ihr ja gesehen, das ging ja super schnell, weil die ja eh schon eingefroren waren. Brokkoli habe ich mir noch geschnibbelt, was noch da war. Eine Zucchini. Und dann habe ich das Ganze mit Salz, Pfeffer, Paprika gewürzt und ein bisschen Fischsoße gewürzt. Und dann habe ich noch, damit das Ganze schön cremig wird, ein bisschen Naturfrischkäse dazu gegeben, dann 2 Scheibchen Schafskäse und dann noch so Maiskölbchen. Und sehr leicht, aber sättigt auf jeden Fall allein schon durch den Schafskäse. Werde ich mir doch jetzt gerade mal schmecken lassen. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe eine Gabel vergessen. Naja, schmeckt auch so. Oh, ich habe Spaß. Ich sitze genießen und wollte mich an der Stelle von euch verabschieden und hoffe, dass ich euch zumindest ein bisschen inspirieren konnte. Und wenn dem nicht der Fall ist, dann hoffe ich, kann ich euch irgendwie unterhalten. Ich verabschiede mich jetzt von euch und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut bis dahin und passt auf euch auf, vor allem jetzt. Und genau, macht's gut bis dahin. Ciao!